Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Till und wir sprechen heute über den 13. Dezember und am 13. Dezember, eine Woche nach Nikolaustag. Ja. So rechnest du? Ja, ist doch. Eine Woche nach Nikolaus, zwei Wochen nach Nikolaus. Ja, genau. Das ist 49 Wochen nach Nikolaus. Genau, so rechne ich immer. Mhm. Ja, eine Woche nach Nikolaustag hat Geburtstag. Jamie Foxx, kennst du? Kenn ich. Jamie Foxx, ja, Collateral hat er gespielt, Ray hat er gespielt und Miami Vice hat er gespielt. Miami Vice, das neue Remake sozusagen, hat er den, wie heißt der schwarze Tubbs. Name? Tubbs, genau. Nicht Corega Tubbs. Scheißwitz. Auf jeden Fall ist er Oscar-Preisträger und auch? 1967 geboren, am 13. Dezember. Krass. Achso, soll ich jetzt meinen Fakt raushauen? Ja, hau. Also, wir haben einen Kinostart in Deutschland und zwar 1973 war es und der Film hieß... Weiß nicht. Mein Name ist Nobody. Oh ja, Terence Hill. Sehr geil. Saugeil. Ja. Am Anfang steht er doch mit dieser Keule im Wasser, ne? Ja, und angelt. Und dann reitet doch der Henry Fonda, glaube ich, reitet doch irgendwie als der... Ja, Henry Fonda ist quasi der... Antagonist. Ja, also er ist Revolverheld und Nobody eifert ihm nach und will ihn kennenlernen. Richtig, und genau. Will so, auf jeden Fall der Protagonist, der... Terence Hill. Der mit der Keule. Steht im Wasser und steht im Wasser. Steht im Wasser. Die ganze Zeit. Steht im Wasser. Und irgendwann macht er... Und haut ins Wasser rein und holt so einen Fisch raus. Ja, saugeile Szene. Ja. Terence Hill, ganz großer Schauspieler. Terence Hill als Nobody, Weltklasse. Mein Name ist Nobody. Ja. Und der zweite Teil war Nobody is Perfect. Auch gut. Nicht Nobody is Perfect. Sonst? Der zweite hieß, glaube ich... Mein Name ist Nobody und Nobody ist der Größte oder so, ne? Ah, genau, Nobody ist der Größte, genau. Ja. Mein Name ist Nobody und Nobody ist der Größte. Nobody is Perfect ist mit, Burt Reynolds. Aha. Ganz anderer Film. Komplett was anderes, kein Western und gar nichts. Genau, und mit weniger echtem Haar. Richtig, genau, ja. Aber jetzt sind wir abgeschweift, ist ja wurscht. Warum schweifst du immer ab? Ist weiß egal. Ich nicht. Auf jeden Fall am 13. Dezember 872... wird Johannes der VIII. Nachfolger von Hadrian II. Und dann damit Papst. Johannes der VIII. Ganz großes Kino. So. Nachfolger von Hadrian II. 872. Dass sie sich immer alle dieselben Namen geben und dann nummerieren müssen. Deine Kinder heißen dann Till II. Till der Zweite. Würde ich nie drauf kommen, auf die Idee. Oder wenn dein Enkel heißt Till der Zweite, ist auch okay. Wenn jetzt dein Sohn seinem Sohn den Namen geben würde, Till der Zweite. Finde ich nicht so doof. Aber naja. Ich meine, durchnummerieren, das gab es ja auch im Kino, ne? Nummer 5 lebt. Und so. Nee, es gab aber nicht Nummer 4 lebt. Aber Nummer 5 gibt nicht auf. Ja, aber hieß ja nicht Nummer 5 lebt 2. Nein, aber es gab ja vorher auch 4 andere Roboter. Die waren halt nicht so lustig. Aber da waren keine Filme davor. Was erzählst du denn? Was ist das für ein scheiß Beispiel mit nicht durchnummerieren? Das war ja Nummer 5 lebt, war halt der Film Nummer 5 lebt. Ja, aber die Roboter waren doch nummeriert. Ja. So wie die Päpste auch. Du verstehst mich nicht. Nee, also das ist also so eine Scheiße habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ehrlich. 13. Dezember, ich muss echt... Ich muss in die Eistonne, alles klar. Bis morgen. Cheerio, Miss Sophie.